von meinem letzten Sonntagsspaziergang. Da ist mir vielleicht was passiert. Ja? Haben Sie sich bestimmt wieder mit einer Vogelscheiße mal weggedrückt? Na, schlimmer. Da springt plötzlich ein junger Mann aus dem Gebüsch und entblößt sich vor mir. Oh, du heiliger Antonius! Und was hast du gemacht? Ich hab gesagt, junger Mann, pack das Ding weiter weg, ich hab griechisch genug Elend gesehen. Du, moin Gustav, der hat mich letztens gefragt, ob man was ausmachen, der jetzt ein Bierbauch, was er durchhält, da sind. Da hab ich gesagt, oh, es ist gar nicht schlimm. Hartz hat einen klaren, arbeitslose Zwölf, hat ein Dach über dem Kopf. Apropos klaren Zwölf, ich steh ja mal mit Halbmoins, eine halbe Viagra als Frühstück. Ja, spinnst denn du jetzt ganz? No. Seitdem bindet er sich nicht mehr auf die Schuhe. Ja, also gut. Das mache ich mit meinem Gustav Hobens. Wisst ihr? Er ist nämlich immer aus dem Bett gerollt. Jetzt schläft er wie ein Motorrad auf dem Seidenstelle. Was fühlst du dann an deine Tasche rein? Ich finde mein Geldbein nicht. Ah, das schiebt den ganzen Krempel auf den Tisch. Ja, was ist denn das? Ein Tambon? Was messt du in deinem Alter mit einem Tambon? Du hast dich da Wechseljahren schon längst drin. Das schon. Aber wenn das ein Mann sieht, der schätzt mich gleich 20, 30 Jahre länger. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, der glaubt, du hast die Tasche geklaut. Ja. Ja, das sagst heißt, du jetzt erst, schämst du die Schnitz auch mal, du hast die überhaupt beim BH auch? Ja, mein Kumpel, nicht alles heben. Wieso? Entweder man zieht BH um und hat Falle im Gesicht. Er zieht kein BH und so wie ich und ist dank der Schwerkraft nahezu faltenlos. Oder mein Kind aus Gladbach, so wie du. Weißt du, es sind ja bald wieder Wahlen. Ja. Vor der Wahl sind es laute Versprechungen und nach der Wahl sagen sie, wir haben uns versprochen. Letzte Woche ist der Bundesfinanzminister Steinbrück und unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel im Flugzeug sind sie über Deutschland geflogen. Da hat die Merkel gesagt, wenn ich jetzt 500 Euro Schein aus dem Fenster werfe, dann ist ein Bundesbürger glücklich. Sagt der Steinbrück, ich werfe 10 mal 50 Euro aus dem Fenster. Dann sind 10 Bundesbürger glücklich. Da dreht sich der Pilot rum und sagt, wenn ich euch alle zwei rausschmeiße, ist ganz Deutschland glücklich. Euch, weil wir gerade dabei sind, wie ich letztens in Mildenberg spazieren wollte.
bin ich nie gefallen. Ach du lieber Gott. Bin ich das auch? Direkt vorm Landratsamt. Und genau in dem Augenblick kommt der Landrat raus. Er hat mir gleich aufgeholfen. Habe ich mich halt mal bedankt. Hat er gesagt, gute Frau, bedanken Sie sich doch nicht bei mir. Es wäre viel lieber, Sie den nicht wählen. Habe ich gesagt, Herr Landrat, ich bin doch auf den Arsch gefallen, nicht auf den Kopf. Vielleicht möchte das ja so wie der Stäuber und tritt zurück. Zurück? Da fällt mir alles. Ich war letztens in einer Wirtschaft in Rück. Hab mir eine Cola mit Eis bestellt. Selbst die Bedienung tut mir leid, wir haben kein Eis. Die Frau, die das Rezept hat, ist letztes Jahr gestorben. Ja, ja. Wenn das so weitergeht, sterben die Ricker noch aus. Und das wäre ja schlimm. Da wären die Elfenfelder die dümmsten. Ich bin letzte Woche durch den Wald gelaufen. Da sehe ich da den Hochhuber Hundrat und noch ein Jäger. Schleppen sie eine schwere Wildsau durch den Wald. Sag ich, Bube, ihr müsst die Sau auch so ziehen wie die Posten belaufen. Tut ihr euch leichter. Sag ich, der Hugo, auch das ist eine gute Idee. Nach einer Dreiviertelstunde sehe ich sogar, sag ich, der Hugo, das Ganze hat nur ein Problem. Wir kommen immer weiter weg von unserem Auto. Herr Ober, ist das eigentlich Kaffee oder Tee? Noch was hat es dann geschmeckt? Noch Spülwasser. Dann könnte es Kaba gewesen sein. Ich schlafe für heute langs, mir gehen raum. Hey, au! So, das war unser Kaffeeklatsch in Eichelsbach.